Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, eigentlich wollte ich dieses Video schon gestern Abend drehen, aber ich saß dann hier vor der Kamera und ich sah so scheiße aus und irgendwie war es noch dunkler, als es so schon ist. Und dann habe ich mir gedacht, nein, du drehst morgen. Und siehe da, jetzt sitze ich hier und drehe meine Neuerscheinungen für euch ab, beziehungsweise allgemein die Neuerscheinungen. Und ja, im November erscheinen ein paar richtig coole neue Bücher und ich freue mich schon riesig darauf. Also es sind, glaube ich, 3 oder 4 dabei, die ich mir auf jeden Fall direkt holen muss. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal mit dem Video an. Ich habe es sogar geschafft, diesmal die nach chronologischer Reihenfolge zu ordnen. Also fangen wir heute mit dem 2.11. an. Und zwar, das ist schon direkt ein Buch, das ich mir unbedingt sofort holen muss. Ich werde gleich schon direkt in die Buchhandlung gehen bei uns hier in der kleinen Stadt und werde mir das bestellen lassen, wenn sie es bei Thalia noch nicht da haben. Auf jeden Fall geht es um Paper Passion Band 4. Das ist der 4. Teil halt dieser Paper-Reihe, also vom Paper Princess, Paper Prince, Paper Palace, das ist der 4. Teil. Aber hier geht es nicht um die Charaktere der letzten 3 Bände, sondern hier geht es um Easton. Und Easton ist der Bruder von einer dieser, wie hießen sie jetzt nochmal, die Nachnamen, weiß ich nicht, halt von diesen reichen Brüdern ist er einer der Brüder und er ist einer der coolsten. Und ich mochte Easton immer richtig, richtig gerne als Nebencharakter in anderen Büchern. Deswegen freue ich mich jetzt total auf seine Geschichte. Ja, wie gesagt, das Buch erscheint am 2.11. und wird wie die anderen auch 12,99 € kosten. Und es sieht wieder sehr hübsch aus. Ich finde allgemein, die sehen, außer wenn sie jetzt gerade umgefallen sind, so wie hier, sehen die sehr, sehr schön im Regal aus. Dann erscheint am 7.11. ein ganz besonderes Buch, und zwar die Schmuckausgabe von Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Einige von euch werden sicherlich die Schmuckausgabe von Harry Potter kennen. Die habe ich ja auch hier, die ersten beiden. Und jetzt kommt halt auch eine Schmuckausgabe von dem Fantastischen Tierwesen. Allerdings hat das jemand anders illustriert, nicht mehr der Jim Kay. Wie gesagt, erscheint am 7.11. und wird 29,99 € kosten. Ich weiß, dass sich schon einige darauf freuen. Ich werde mir das wahrscheinlich nicht holen, weil ich habe da ein paar Illustrationen draus gesehen und ich fand diesen Stil nicht so richtig schön. Ich werde es mir nochmal angucken, wenn es irgendwo ausliegt, und dann genau überlegen. Aber von dem, was ich gesehen habe, würde ich jetzt eher sagen, nein, das hole ich mir nicht. Dann erscheint das nächste Buch, auf das ich mich so megamäßig freue. Ich warte da schon drauf, seitdem ich gesehen habe, dass das erscheinen wird im November. Und zwar geht es um Nur noch ein einziges Mal von Colleen Hoover. Das erscheint am 10.11. und wird 14,95 € kosten. Das ist wieder so eine Colleen Hoover-Geschichte, die sich voll nach was für mich anhört. Und ja, ich lese euch mal ganz kurz den Klappentext vor und ja. Als Lily Riley kennenlernt, scheinen all ihre Träume wahr zu werden. Eine neue Stadt, der erste Job und dann noch Riley. Überaus attraktiv, überaus wohlhabend und überaus erfolgreich. Vergessen scheint Lillys Kindheit, in der der Vater die Mutter schlug. Vergessen auch Atlas, ihre erste Liebe, die gegenüber von Lily squattete, bis ihr Vater die beiden erwischte und Atlas von heute auf morgen verschwand. Und dann steht Atlas auf einmal vor ihr. Als Riley von ihrer gemeinsamen Vorgeschichte erfährt, weckt dies eine Eifersucht und auf einmal zeigt Riley sich von einer Seite, die Lily zunehmend Angst macht. Das hört sich richtig cool an. Und was halt immer so toll ist an Colleen Hoover Büchern, der Klappentext, der verrät so vielleicht, ja, ein Viertel, ein Drittel von dem, was in diesem Buch wirklich passiert und was da wirklich vor sich geht. Und ich freue mich so unglaublich auf dieses Buch. Ich werde es mir auch direkt holen am Erscheinungsdatum. Also ich glaube, ich gebe gleich in der Buchhandlung eine Großbestellung auf. Die bestellen das dann halt immer schon für mich. Freue ich mich sehr doll drauf. Dann das nächste Buch, da freue ich mich auch sehr doll drauf. Also ihr merkt schon, ich werde diesen Monat sehr, sehr viel Geld los und mein Sub wird sehr, sehr weit wachsen. Es geht um Mit allem, was ich habe von Jelly Ellen Malpass. Das Cover finde ich wunderschön. Das Cover und der Klappentext haben mich direkt an Bodyguard erinnert. Ich war ja im Bodyguard Musical und es war so spektakulär und ich finde die Geschichte, es ist so eine tolle Geschichte. Und das jetzt neu erzählt, ja, es geht halt um Camille Logan, die ist halt so ein verwöhntes It-Girl. Der Vater hat ein Vermögen, aber sie wünscht sich eigentlich nichts sehnlicher, als aus dem goldenen Käfig auszubrechen. Und dann, ja, zu einem Überfluss engagiert ihr Vater einen Bodyguard für sie. Und natürlich, wie soll es anders sein, ne, ist der Bodyguard wahrscheinlich total heiß und die beiden werden sich verlieben. Ich freue mich so auf diese Bodyguard-Geschichte, das
könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich freue mich riesig darauf. Ich finde, der November, der hat wieder so richtig geile Neuzugänge in sich. Irgendwie immer. Am Ende des Jahres kommen immer die geilsten Bücher raus. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, das fängt immer Oktober mit dieser Buchmesse an. Und dann denken die sich wohl so, komm, jetzt sind wir einmal im Flow. Jetzt machen wir da noch, holen wir da noch mehr raus. Also es ist wirklich spektakulär. Auf jeden Fall, das erscheint am 13.11. Hatte ich das schon gesagt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das nächste Buch erscheint auch am 13.11. Und es geht um Fighting to be Free, nie so begehrt. Das wird 12,99 € kosten und das ist der zweite Band von Fighting to be Free. Ich habe Fighting to be Free noch nicht gelesen. Ich weiß auch allgemein überhaupt nicht, worum es geht. Ich glaube, die Gabi fand das nicht so gut. Andere wiederum finden es gut. Also ich glaube, das ist auch wieder so ein Buch. Entweder du magst es oder du magst es nicht. Da gibt es, glaube ich, kein Mittelding. Ja, dazu kann ich jetzt nicht groß was sagen, weil es halt ein zweiter Band ist. Dann das nächste Buch. Erscheint auch am 13.11. Und zwar heißt es Cassandra, niemand wird dir glauben von Eva Siegmund. Es wird 12,99 € kosten. Das ist, glaube ich, ein zweiter Band. Das ist auch der zweite Band von einem Buch, dessen Name mir gerade entfallen ist. Ich habe es aber nicht gelesen. Ich blende euch hier das erste Cover auch mal mit ein. Auf jeden Fall wird das auch 12,99 € kosten. Und hier das gleiche. Ich kann nicht so viel zu sagen, weil es ein zweiter Band ist. Dann am 13.11. erscheint ein Buch, das jetzt eigentlich so überhaupt nicht in mein Beuteschema passt. Aber ich habe mir gedacht, für Leute von euch, die das doch, die sowas lesen, suche ich das mal mit raus. Das erscheint auch am 13.11. und es heißt Sag, wer stirbt von Samantha King. Ich weiß nicht, ob die Autorin euch was sagt, mir sagt sie so ziemlich gar nichts. Auf jeden Fall geht es um Madeleine und die liebt ihre zwei Zwillinge abgöttisch über alles, ne? Wie halt so eine Mutterliebe ist. Und als die Geburtstag feiern, als sie den 10. Geburtstag der Zwillinge feiern, steht auf einmal ein maskierter Mann vor deren Haustür und hält Madeleine eine Knarre entgegen und sagt, ja, halt von wegen, ein Kind von dir muss sterben, welches wählst du? Das hört sich total krank an, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich glaube, so sind diese Psychothriller. Ja, das erscheint auf jeden Fall auch und ja. Die von euch, die das interessiert, ich hoffe, ich konnte euch damit einen guten Tipp geben. Dann auch die nächsten zwei Bücher. Schande für mein Konto. Auf die freue ich mich so. Es geht um, am 24.11. erscheint Naughty Sexy Love von Kylie Scott, der Abschlussband dieser Reihe. Ja, es geht um Jen, Jean, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die wünscht sich einfach nur einen Neuanfang für sich und ihre ungeborene Tochter und zieht dann halt in diese Stadt, wo die Bücher spielen. Ich weiß gerade nicht so genau, wie die Stadt heißt. Und dort trifft sie dann ausgerechnet auf Eric und verliebt sich in ihn. Ja, und er ist natürlich der schlimmste Bad Boy der ganzen Stadt. Und ja, ich mag Kylie Scott, das wisst ihr. Ich mochte zwar ihre Rockstar-Reihe ein bisschen lieber, aber trotzdem, ich mag Kylie Scott total und deswegen freue ich mich megamäßig auf dieses Buch. Dann am 24.11. erscheint der dritte Band von Tempting Love. Spiel nicht mit dem Bodyguard. Ach, auch wieder so eine Bodyguard-Geschichte. Ich habe zwar den zweiten Band noch nicht gelesen, ich Opfer. Aber macht ja nichts, das hört sich auf jeden Fall sehr cool an. Er kann dich vor allem beschützen, außer vor sich selbst. Bodyguard Chandler Gamble lebt nach einer Regel. Beschütze niemanden, den du in deinem Bett haben willst. Doch bei Alana ist er gefangen zwischen Verlangen und dem Bedürfnis, sie gegen alle Gefahren zu beschützen. Oh, das hört sich wieder so toll an. Und wenn das dann in diesem tollen Jennifer L. Armentrout-Stil geschrieben ist, dann, ja, dann kann einfach gar nichts mehr schief gehen. Ich meine, Jennifer L. Armentrout, ne? Ja, das wird auf jeden Fall, weiß ich nicht wie viel kosten, ich glaube 9,99 € haben die anderen auch gekostet. Ne, 10 Euro glatt, glaube ich. Irgendwie sowas, ich bin mir gerade nicht sicher, wo haben wir es denn? Naja, keine Ahnung. Ich blende es euch ein. Dann sind wir schon beim vorletzten Band und zwar geht es um Leon und Claire, er fand sie im Licht. Das ist der zweite Band. Den ersten Band hatte ich euch schon mal vor ein paar Monaten vorgestellt, der kam raus. Ich werde jetzt im zweiten Band auch nichts sagen, weil ja, es ist halt ein zweiter Band. Es erscheint am 27.11. und wird 16,99 € kosten. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr den ersten Band davon gelesen habt, weil irgendwie habe ich so überhaupt gar nichts von diesem Buch gehört, sonst wäre es niemals auf der Bildfläche erschienen. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr da wisst. Dann ein allerletztes Buch. Und zwar geht es um Was von mir bleibt von Lara Avery. Das erscheint am 30.11., also Ende November, also quasi heute in einem Monat. Und wird 19,99 € kosten. Und ich lese euch auch hier mal ganz kurz den Klappentext vor, weil ich da nicht mehr so genau weiß, was ich da rausgesucht habe.
Sammy ist klug, selbstbewusst und hat nur ein Ziel, den besten Schulabschluss machen und ihrer Heimatstadt so schnell wie möglich den Rücken kehren. Wäre da nicht diese unheilbare Krankheit, die ihr, so sagen die Ärzte, nach und nach alle Erinnerungen rauben wird. Doch Sammy will sie festhalten, die Erinnerung an Stuart und ihren ersten Kuss, an Maddie und den großen Streit und an Cooper, der wie kein anderer Sammy zum Lachen bringt. Sammy schreibt, um eins niemals zu vergessen, dass sie ihr Leben gelebt hat bis zum Schluss. Oh, da kriege ich voll die Gänsehaut. Ich hatte mir den Klappentext, glaube ich, gar nicht durchgelesen, sondern es einfach rausgesucht, als ich gesehen habe, dass es im November erscheint. Das hört sich richtig gut an. Super, noch ein Buch, was ich gerne hätte. Oh, das hört sich voll nach so einer tiefgründigen, tollen Geschichte an. Sowas wie Love Letters to the Dead oder John Green. Ah, das hört sich total toll an. Naja, Leute, auf jeden Fall, das waren meine Neuerscheinungen für den November. Ich weiß, es gibt noch viel mehr. Ich hatte auch noch viel mehr. Aber ich wollte nicht, dass das wieder ein ellenlanges Video wird. Und deswegen habe ich mich mal auf 10 beschränkt. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.